Herzlich willkommen zum zweiten Video für heute zu einer weiteren Folge Trading to Millions. Heute werden wir uns wieder mit dem Investing beschäftigen, und zwar gibt es viele Karten, in die man momentan investieren kann, und welche das sind, werde ich euch heute in dem Video erläutern. Viele haben ja immer wieder nachgefragt, worin soll ich denn investieren? Soll ich diesen Spieler jetzt verkaufen? Soll ich oder worin soll ich investieren, wenn ich den jetzt verkaufe? Und da will ich euch jetzt mal ein paar Beispiele nennen, mal ein paar Spieler zeigen, in die man investieren kann. Und ich glaube, dass jetzt gerade hier eine gute Methode funktioniert hat. Müssen wir jetzt mal schauen. Nee, tatsächlich nicht. Hier habe ich Fazio übrigens gestern für 350 Coins bekommen. Ich habe euch ja gestern über Instagram geschrieben, ihr sollt jetzt gerade Einkauf investieren. Das war in der Nacht, als das Spiel dann auch per Download verfügbar war. Da ist Fazio für 350 Coins auf dem Markt gewesen. Den habe ich bestimmt 10 oder 15 Mal geholt, weil ich wusste, dass der bei über 2000 Coins war, dass der so viel wert war. Und dann habe ich den jetzt hier, habe ich die alle mittlerweile verkauft. Das hier ist der letzte Fazio, den ich noch im Verein hatte, für 2300 Coins verkauft. Und da haben wir unsere Coins ja mal wieder vervielfacht. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Methode gewesen gestern. Also da konnte man gestern ordentlich was an Coins machen. Ich hoffe, der ein oder andere hat die Nachricht auf Instagram gelesen und hat da noch ein bisschen was investiert. William José benutze ich momentan ein bisschen, um den überteuert zu verkaufen. Ich habe jetzt Gott sei Dank einen sogar verkauft. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Die sind nämlich eigentlich alle nur 700 Coins wert. Und da haben wir jetzt auch schon unsere Coins verdreifacht. Aber die Methode mit dem überteuerten Verkaufen werden wir auch noch in einem Video extra machen, denn das werde ich jetzt auf jeden Fall auch viel nutzen. Jetzt haben wir schon 54.000 Münzen auf dem Konto wieder. Wahnsinn. Costa haben wir ersniped. Das habe ich im letzten Video gezeigt. Also Trading-Methoden aktuell werde ich euch oder könnt ihr euch in dem letzten Video von heute anschauen. Jetzt geht es um das Investing. Und zwar haben wir da einmal die Team of the Week Investing-Methode. Natürlich die erste Methode habe ich euch ja erklärt, schon millionenmal gesagt, dass ihr euch einen Inform kaufen sollt. Ich habe hier auch schon 4 Stück im Verein drin, die ich dann einfach im Verein nutze und die ihren Wert in der Zeit steigen. Aber heute will ich euch eine andere Methode zeigen, und zwar, die habe ich euch auch schon genannt in den letzten Wochen, denke ich mal. Und wir haben es auch gestern im Stream gemacht, und zwar Spieler, die jetzt wahrscheinlich eine Inform bekommen in dem nächsten Team of the Week. Und diese Spieler sind jetzt beim allerersten oder beim zweiten Team of the Week sehr interessant, weil diese Karten jetzt eine Woche auf dem Markt waren, aber auch nur eine Woche auf dem Markt waren, in der die Web-App-Phase eigentlich ist. Also ab dem 29. beginnt oder kommt das Spiel ja offiziell als normale Version raus. Bis heute war das Spiel dann nur auf der Web-App verfügbar, und dann ab heute eben für diese Vorbesteller, die die Icon und Ronaldo Edition gekauft haben. Das heißt, dass ganz wenige Karten davon eigentlich nur auf dem Markt sind von den einzelnen Spielern hier. Und wenn ihr diese Spieler jetzt kauft, ihr bekommt die jetzt für einen normalen Preis, dann werdet ihr sehen, wenn die eine Info bekommen, dass die in einer Woche, nächsten Dienstag, also einen ziemlich hohen Preis erreichen werden und dass ihr die Karten dann für einen guten Gewinn verkaufen könnt. Deswegen ist da der Investing in solche Spieler auf jeden Fall empfehlenswert. Lokali hat 4 Tore, glaube ich, geschossen bei einem 7:1 von PSV Eindhoven, und Ceballos, der hat 2 Tore geschossen für Real Madrid beim 2:1-Sieger. Das sind zwei Karten, bei denen ich mir sehr sicher bin, dass die einen Inform bekommen. Ich habe mir hier aber noch die ein oder andere Karte aufgeschrieben. Inaki Williams wird wahrscheinlich eine bekommen. El Shaarawy, Wagner Love, das ist ein brasilianischer Stürmer. Jahovic, das ist ein Silberspieler, den habe ich mir auch einmal gekauft, um mir das mal anzugucken. Die habe ich, glaube ich, alle im Verein. Immobile, den werde ich mir auf jeden Fall auch noch angucken, ob ich den noch bekomme, weil der vom Preis noch in Ordnung ist. Lucadia hatte ich erwähnt, El Shaarawy auch. Ja, genau, das sind auf jeden Fall die Spieler, die ich jetzt schon rausgesucht habe, in die ich jetzt ein bisschen investiert habe. Inaki Williams war, glaube ich, zu teuer, El Shaarawy ebenfalls, aber so die Spieler wie Lucadia können ja nicht viel mit falsch machen. Haben wir für 400 Coins gekauft. Ich glaube, ich habe den auch per Sofortkaufpreis geholt. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr bekommt den auch für 350 Coins erboten. Ne? Ja, also das ist einmal die erste Methode. Dann könnt ihr genau das gleiche mit den Once-to-Watch-Karten machen. Also Spieler, die jetzt vielleicht nächste Woche oder am Freitag eben die Once-to-Watch-Karten bekommen, da einfach diese normalen Karten davon zu kaufen, wenn die vom Preis her nicht überteuert sind. Ich habe da ja nach Douglas Costa jetzt geguckt, wodurch ich auf die Sniping-Methode kam. Und also Douglas Costa, wenn ihr den für unter 15.000 bekommt, kann man sich den auch mal holen. Aber das würde ich euch dann auch nur empfehlen, wenn ihr mit Douglas Costa spielt. Denn sonst habt ihr wieder 15.000 Coins von euren Coins weggeschmissen quasi. Also habt ihr diese Coins aktuell natürlich nicht verfügbar, um zu traden. Also solltet ihr auf jeden Fall nur machen, wenn ihr schon so viele Coins wie ich habt, wenn ihr Coins genug habt, um dann weiter zu traden, weil sonst ist diese Sache auf jeden Fall nicht erfolgreich oder nicht empfehlenswert.
Ich bin mal sehr gespannt, wie viel Douglas Costa dann nächste Woche wert sein wird. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal drauf schauen nächste Woche, wenn auch er eine One-to-Watch-Karte bekommt oder diese auch am Freitag überhaupt rauskommen. Das ist ja gar nicht sicher, aber ich gehe mal von aus. Top-Partien kann man natürlich investieren oder sollte man auch investieren, muss ich auch noch ein Video zu machen, denn die werden ja eventuell im Verlauf dieser Woche hier kommen, wenn Top-Partien überhaupt noch kommen. Genau das gleiche gilt für die Premier League Player of the Month-Karten. Also wenn da wieder eine Karte kommt und wir da wieder richtig investieren, kann man natürlich, das wisst ihr vom letzten Jahr, wieder ordentlich was an Coins machen. Und ihr werdet jetzt zu Beginn von FIFA 18 viel mehr Coins wieder machen wie später, denn jetzt werden wieder weniger Leute in solche Karten investieren, denn keiner weiß, ob die Top-Partien und die Premier League Player of the Month wieder kommen werden. Deswegen kann man da auf jeden Fall jetzt wieder gut investieren. Und generell SBC-Karten. Es gibt viele Karten, die auf jeden Fall, wenn das Spiel rauskommt, ordentlich steigen werden, denn das sind Karten, die gefragt sind. Und da geht ihr auf jeden Fall auf brasilianische Spieler, die liegen oder in Ligen spielen, die nicht so häufig vertreten sind oder Ligen, die nicht zu den Top-Ligen gehören. Denn ihr müsst, wenn ihr die Hybrid-Ligen-SBC abschließen wollt, bei der letzten SBC, bei der schwierigsten davon, ein Team gründen oder ein Team bauen mit Spielern, die aus 11 verschiedenen Ligen kommen. Das müssen eigentlich alles welche von einer Nation sein, denn sonst kommt ihr nicht auf 100 Chemie. Und da habt ihr mit brasilianischen Spielern auf jeden Fall gute Karten. Hier wurden wir jetzt überboten. Und dann gehen wir jetzt mal hier kurz drauf zu. Also hier den William José, den haben wir ja für 700 Coins gekauft. Mit dem kann man nichts falsch machen, wenn man den für 700 Coins kauft, denn günstiger wird er auf keinen Fall mehr. Der hat ein 82er Rating, hohes Rating. Ich weiß jetzt nicht, ob die Voraussetzung bei der SBC ist, ein bestimmtes Rating zu erreichen. Wenn es so ist, ist er sowieso noch interessanter. Deswegen kann man sich den auf jeden Fall auch schon mal kaufen und dann würde ich es an eurer Stelle so machen: Kauft euch diesen William José für 700 Coins und bietet den auch so überteuert an wie ich. Und ihr werdet dann auch noch den einen oder anderen verkaufen. Beim ersten Durchlauf habe ich direkt einen verkauft, eben habt ihr ja gesehen, für 2300 Coins. Dann könnt ihr eben so eure Coins erhöhen und ihr investiert gleichzeitig noch in einen Spieler, der eventuell steigen wird. Ob der viel steigen wird, das bin ich, oder da bin ich mir nicht ganz so sicher. Wo ich mir sicher bin, dass der rechte Mittelfeldspieler, müssen wir erstmal gerade suchen, ich glaube Malcolm heißt der, dass der steigen wird. Ist, glaube ich, eigentlich ein rechter Flügelspieler. Genau, hier, Malcolm. Den kaufe ich mir auf jeden Fall öfters für 650 oder 700 Coins, wenn ich den bekomme. Denn die RM-Position ist nicht so oft vertreten in Brasilien. Und dadurch werden viele auf die RF-Position umsteigen und versuchen, den einfach umzuwandeln. So habe ich es auf jeden Fall auch bei mir bei der SBC gemacht. Und deswegen wird der Preis auf jeden Fall von dem Spieler hier steigen, da bin ich mir ziemlich sicher. Bei mir hat er auf jeden Fall die SBC reingepasst, so konnte ich die SBC abschließen. Ne? Und viele werden die SBC erst abschließen, wenn das Spiel rauskommt. Also sucht euch solche Spieler raus, die auf jeden Fall für solche SBCs interessant sind. Vor allem dann mit brasilianischen Spielern könnt ihr viel machen. Ihr habt ja auch schon gesehen, dass wir mit der RM, mit den brasilianischen RMs schon in der Web-App-Phase getradet haben. Also da würde ich auf jeden Fall den einen oder anderen brasilianischen Spieler von einer Liga kaufen, die auf jeden Fall nicht zu den Top 5 Ligen gehört. Und dann werdet ihr damit auch eure Coins machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und was auf jeden Fall funktioniert, was die sicherste Sache wahrscheinlich ist, das ist in Verbrauchsobjekte wieder zu investieren. Die habe ich euch ja auch, diese Methode, schon vor FIFA 18, bevor das Spiel draußen war, vorgestellt, dass das eine sichere Methode ist. Das kann man immer noch machen, auch wenn die Karten teilweise hochgegangen sind. Die Fitnesskarten waren gestern sehr, sehr günstig zu haben. Wir geben einfach mal Maximalpreis 600 ein. Und da sind momentan, aber wir müssen sowieso alles Gold angeben, sind momentan gar keine seltenen dabei. Dann gehen wir doch mal ein bisschen höher. Dann sind die tatsächlich schon hochgegangen, ne? Hier 500. Und dann bietet ihr hier einfach bei allem mit und ihr werdet die Karten, ihr wisst ja, wie die Preise sind. Hier 800 Coins der für Sofortkaufpreis da. Da werdet ihr die Karten auf jeden Fall, wenn das Spiel dann draußen ist, bald schon für 1700, 1800 Coins verkaufen. Also da einfach mal mitbieten. Ihr seht, für 800 Coins bekommt ihr die auch für per Sofortkaufpreis. Ihr könnt da versuchen, die so zu snipen, aber das ist, glaube ich, schwierig, da den richtigen Filter einzustellen. So, suchen wir einfach mal.
Dann müsste man hier einfach mal komplett durchgehen. Gucken einfach mal nur, ob wir jetzt hier jemanden finden. Ne? Dann kann man die auf jeden Fall auch so sofort kaufen. Ne? Okay, hier war jetzt keiner dabei. Also so kann man den auch versuchen, sofort zu kaufen. Ist natürlich sehr, relativ umständlich, aber sonst versucht ihr die zu erbieten. Das ist auf jeden Fall auch möglich. Und ansonsten gibt es auch noch die Chemie-Stil-Karten. Also ihr könnt in Verbrauchsobjekte generell gut investieren, aber ich denke mal, die meisten von euch haben jetzt diese Investing-Methode mit den Verbrauchsobjekten von mir auch schon öfters gehört und von anderen YouTubern schon ganz oft gehört. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man machen kann, die man nutzen kann. Und dann würde ich sagen, dann war es das schon von dem Video hier. Top-Partien wird auf jeden Fall noch ein Video kommen. Premier League-Spieler des Monats wird noch eine kommen. Und eben im Video habt ihr gesehen, wie wir diese Bailly-Karte als LM zur LF-Karte umgewandelt haben und die jetzt hier für knapp 1000 Coins mehr angeboten haben. Und die ist jetzt schon verkauft. Ich habe dieses Video direkt nach dem anderen aufgenommen. Das heißt, ihr seht, die Methode funktioniert auch gut. Also man kann momentan enorm gut traden, enorm gut investieren. Ihr solltet am Laufenden oder ihr solltet permanent jetzt dabei sein zu traden und eure Coins zu machen, denn ihr seht jetzt schon, ich habe hier schon 60.000 Coins auf meinem Konto oben und habe hier schon vier Informs im Verein, habe einen auf der Bank hier sitzen und zwar den Pereira. Also diese Karten werdet ihr relativ schnell am Anfang bekommen, weil die einfach jetzt momentan nicht so viel wert sind, weil die noch nicht so viel kosten und die werden dann auch nochmal steigen. Also ihr könnt eure Coins momentan so schnell vervielfachen, ne? Dass ihr eigentlich hier beim Start wirklich unbedingt dabei sein müsst und unbedingt viel traden müsst. Das war's vom Video. Ich hoffe, wir sehen uns heute im Stream dann nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.